Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Innovation ist es ja nie zu spät. Und diese steuerliche Forschungsförderung jetzt endlich auf den Weg zu bringen, das ist eine Forderung, die haben wir schon ganz lange. Wir haben 2016 einen Gesetzentwurf hier eingebracht. Dann hat sich der Bundesrat mit diesem Thema beschäftigt. Der damalige Finanzminister Schäuble hat sich positiv positioniert. Hubertus Heil in seiner damaligen Funktion als Wirtschaftspolitiker hat sich dazu positiv verhalten. Wir finden die Forschungsförderung in unendlich vielen Wahlprogrammen von der CDU und der SPD und von der FDP. Wir finden sie in noch mehr Koalitionsverträgen von unterschiedlichen Koalitionen. Aber eins haben wir nicht, nämlich eine steuerliche Forschungsförderung. Viele Jahre, viele Versprechen. Und jetzt haben wir ja wieder ganz viele Versprechen auf den Tisch gekriegt, durften heute lesen, dass der Wirtschaftsminister Altmaier ein 20 Milliarden Steuersenkungsprogramm für Unternehmen auf den Weg bringt. Ja, mal ganz langsam, ne? Also euch kann man auch nichts mehr glauben. Jetzt bringt halt wenigstens endlich mal diese steuerliche Forschungsförderung auf den Weg. Ja, das wäre doch mal was für die Unternehmen, aber nichts ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich den Finanzminister Scholz einen Tag vorher im Interview im Handelsblatt lese, dann frage ich mich, ob es vielleicht ein Koordinationsproblem zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister gibt und nicht nur eins, weil da passt halt einfach gar nichts mehr zusammen. Warum bringen wir diesen Antrag ein und den Gesetzentwurf zur Forschungsförderung? Wir verlieren den Anschluss als Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir sind ja neben Estland das einzige Land in der Europäischen Union, das diese Forschungsförderung nicht hat. Die Digitalisierung führt zu Innovationszyklen, die inzwischen so kurz sind, dass man einfach schneller werden muss und dass man auf das kreative Potenzial, was vorhanden ist, zurückgreifen muss und dass man Innovationen auf den Weg bringen muss. Und deswegen sagen wir, angesichts der Tatsache, dass 6 von 10 kleinen und mittleren Unternehmen von der derzeitigen Förderkulisse nicht betrachtet werden, dass sie da gar nicht dabei sind, da verlieren wir einfach denen ihr Potenzial. Also müssen wir was auf den Weg bringen. Es ist ja in Ordnung, die Forschungsförderung parallel zu bestehenden Fördertöpfen zu machen. Da wollen wir gar nicht ran. Aber die können eben nicht alle ausschöpfen, weil es zu bürokratisch ist, weil ihnen das Personal fehlt und, und. Deswegen sagen wir wollen eine steuerliche Forschungsförderung für kleine und mittlere Unternehmen. 15% der Aufwendungen, im Übrigen auch im Verlustfall. Ja? Das ist für Start-ups wichtig, die halt mal anfangen und die auch in die Forschung gehen, aber dann fallen sie noch nicht die Gewinne da. Ja, und dann musst du trotzdem eine Unterstützung bekommen. Und deswegen auch im Verlustfall die steuerliche Forschungsförderung. Jetzt höre ich immer, ja, also ihr habt ja Eckpunkte vorgelegt, aber nur beim Personal. Ich sage Ihnen, das ist nicht gut, wenn man das nur beim Personal macht. Das hört sich einfach an, kann man abgrenzen, ja, Personal versus Rest. Aber was machen, sage ich, mit dem Unternehmen, was nicht wirklich für Personal Leute eingestellt hat? Ja, wie grenzen Sie denn da ab? Also sagen wir, es geht um die Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Ich würde über jede einzelne Ausgestaltung reden. Ne? Wir haben die erste Lesung, dann gehen wir in die Anhörung, dann gehen wir in den Ausschuss und dann reden wir drüber. Aber meinen Sie es endlich mal ernst damit, dass die steuerliche Forschungsförderung auf den Weg kommt? Wenn das wieder so eine Luftnummer ist wie in den letzten 10 Jahren, dann haben Sie an Glaubwürdigkeit verloren. Das ist aber mal klar. Die restliche halbe Minute schenke ich dem Plenum. Übrigens, weitere Geschenke dieser Art werden jederzeit entgegengenommen. So ist das nicht. Aber jetzt hat als Nächster das Wort der Kollege Dr. Thomas de Maizière für die CDU-CSU.